Servus Leute, im heutigen Video geht es um die Rogue-Bosse, ja um die Goons, wie man sie auch nennt, um Night, Birdeye und Big Pipe und wie man die am besten bekämpft, wo ihr sie findet und ja, was es da so zu beachten gilt, was man für eine grundsätzliche Taktik fahren sollte. Und ich selber habe sie leider noch nicht in einem Online-Raid erwischt, aber man kann sie natürlich offline spawnen lassen und dann ein bisschen trainieren und das ist gar nicht so verkehrt, weil die haben es wirklich in sich, habe ich gemerkt. Und wenn ich sie einfach so online getroffen hätte, dann wäre das vielleicht nicht gut ausgegangen. Aber das wollte ich einfach mit euch teilen, wie man da am besten rangeht. Und deshalb habe ich mal auf allen vier Maps, auf Woods, Shoreline, Customs und natürlich auf Lighthouse, die im Offline-Raid spawnen lassen und ja, habe sie mal bekämpft und gebe euch da so meinen Input, wie man da am besten rangeht. Viel Spaß mit dem Guide. Zuerst, wo findet man allgemeine Informationen über die Bosse? Natürlich auf dem Wiki. Schaut einfach nach Night, Birdeye oder Big Pipe und dann findet ihr die Seite. Und da hat man ein paar allgemeine Informationen. Natürlich haben sie mehr HP wie alle anderen Bosse auch. Außerdem die Spawn-Chance auf Customs 5%, auf Woods 12%, auf Shoreline 12% und auf Lighthouse 15%. Und je nach Map haben sie einen oder mehrere Spawn-Punkte. Und die findet man hier unten auf der Map. Und wir fangen einfach mal mit Customs an. Customs, da seht ihr es, ist hier markiert, ist Fort Knox, der Goon Squad, werden sie auch genannt. Und es ist nicht ganz akkurat, sie sind rund ums Fort Knox, das ist richtig. Zwei Spawnpunkte, weiß ich sicher, ich weiß nicht, ob sie auch noch vielleicht andere haben. Ist auf den anderen Maps genauso, aber jetzt erstmal auf Customs. Sie können hier beim Crackhouse an den Containern bzw. am Graben sein und auf der anderen Seite vom Fort Knox. Und das werde ich euch gleich einfach mal in-game zeigen. Da suchen wir sie mal in einem Offline-Raid und ja, schauen wir mal, wie der Fight so läuft und ich sage euch währenddessen, welche Taktiken ich anwende und was es zu beachten gilt. Also, sie sollten hier irgendwo in der Nähe sein und beim Goon Squad, bei den Rogue-Bossen ist es so, sobald die euch gesehen haben, pushen sie sehr, sehr schnell auf euch und ihr müsst aufpassen, Birdeye macht keine Footsteps. Sobald die einen gesehen haben, sobald man einen von denen gekillt hat, kommen sie gepusht, zumindest Knight und Big Pipe. Birdeye geht ein bisschen auf Distanz, aber so, dass er euch sieht. Wenn er euch nicht sieht, dann pusht er auch an euch ran. Aber aufpassen, wie gesagt, der macht keine Geräusche. Und wir schauen mal, ob sie hier sind. An dem Container sind sie schon mal nicht. Hier konnte mal einer sitzen von denen, deswegen da immer schauen, immer ein bisschen auf der Hut sein. Die grundsätzliche Taktik ist, wahrscheinlich sehen die einen als erstes eh und pushen dann auf einen drauf. Das heißt, die schießen auf euch, treffen euch wahrscheinlich auch direkt, weil die schießen wirklich scharf. Und dann geht ihr in Deckung und ja, versucht sie zu erledigen. Das heißt, habt einen Painkiller drin, habt am besten einen grünen Stim ready, um euch schnell hochzuheilen, weil ihr habt keine Zeit, wirklich Medkit und sowas einzusetzen. Okay, also wie gesagt, hier könnten sie sein, hier an den Containern. In dem Fall sind sie nicht hier. Jetzt ist die Frage, ob sie im Fort Knox sind oder ob sie dahinter sind. Wir ziehen uns nochmal ein Propital zur Sicherheit. Es geht dann ziemlich schnell, dass sie einen angreifen. Ich empfehle auch eine gute Full-Auto-Waffe mit guter Ammo natürlich. 30er Max oder drüber, weil, wie gesagt, ihr werdet gepusht. Das wird heftig. Da sind sie. Und jetzt pushen sie auch schon. Oder auch nicht. Zeigen wir uns nochmal kurz. Am besten mit einem Rechtspeak. Da ist er. Das war Birdeye. Und jetzt kommt der Rest gepusht. Hoffe ich. Da hinten kommt er. Lass sie nah rankommen. Ganz wichtig. Gut, und das war's. Das ist die Taktik bei den Goons. Wie gesagt, sie konnten hier drüben spawnen, ein bisschen außerhalb. Ich glaube, direkt im Fort Knox können sie gar nicht spawnen. Wir schauen mal kurz, was sie immer so haben. Jetzt beim ersten Mal übrigens, diese Plate Carrier hier ist wirklich, wirklich gut. 85, Level 5. Und
bestes Material. Ich bin mir sicher, sie können auch irgendwelche Keycards und sowas dabei haben. Ultra High Molecular White Polyethylen, bestes Material, 85 Punkte. Extrem gute Rüstung, natürlich haben sie auch immer die beste Ammo. Das war, glaube ich, Big Pipe, wenn mich nicht alles täuscht. Er hat keinen Granatwerfer. Ja, kein Granatwerfer, nicht mal seine Pfeife, Bandana. Okay. Dann schauen wir mal, was Knight hatte. Wo liegt er? Habe ich ihn erledigt? Da liegt er. Schauen wir mal, was Knight hatte. Das ist auch eine sehr gute Armor. Und er hat natürlich diese coole Maske. Selbes hier, Combined Materials, Level 5, Thorax. Richtig gutes Ding. Ich schaue jetzt bloß beim ersten Mal ein bisschen rein, ob sie vielleicht irgendwas Interessantes haben. Weil ich weiß es auch nicht, ob sie wirklich Keycards dabei haben können, irgendwelche guten Keys. Deswegen interessiert es mich, wenn man schon mal da ist. Und jetzt schauen wir noch, was Birdeye hatte. Wie gesagt, der macht keine Footsteps. Und er pusht nur bedingt. Er pusht nur bedingt. Das ist hier sein, ja, Com-Rucksack. Aber ist eigentlich auch bloß ein normaler Rucksack. Er pusht aber, um euch in, ja, um euch zu sehen. Das heißt, er kommt auch in Nahkampf. Und ja, das war's mit Customs. Wie gesagt, hier drüben können sie sein. Und hier an diesen Gleisen. Deswegen insbesondere, wenn ihr hier von hier drüben rüberkommt, müsst ihr höllisch aufpassen und immer auf der Hut sein, direkt wieder in Deckung zu gehen, euch ein Propital oder einen grünen Stim zu drücken und dann, ja, bereit zu sein, dass sie gepusht bekommen. Erstmal Knight und Big Pipe. Ja, das ist die Taktik, die ich hier auf Customs anwenden würde. Kommen wir zu Lighthouse, die Homemap der Rogues sozusagen. Und da haben sie drei Spawnpunkte, die Bosse. Einmal hier am unteren Cottage in der Nähe vom Mountain Pass. In den zwei Lagerhallen auf dem Klärwerk, wo eh die USEC Rogues sind. Und ja, auch BMP Rogues und sowas oben drauf sind. Hier die zwei Lagerhallen. Und da gibt es eine Besonderheit. Hier am Mountain Pass, da ist es die normale Vorgehensweise. Wenn sie euch pushen, dann ja, geht einfach in Deckung. Und sie pushen bis an euch ran, lasst sie da rankommen, sprayt sie weg und dann noch mit Birdeye irgendwie den erwischen. Er macht, wie gesagt, keine Steps. Und hier bei den Lagerhallen, sie spawnen in oder um die Lagerhallen. Und die Besonderheit ist, die Rogues an sich, die normalen, die helfen ihnen wohl beim Spotten. Das heißt, wenn euch so ein MG-Schütze oben spottet, dann kann es passieren, dass wenn Knight oder Big Pipe hier sind, dass die hier bis vorne auf die Straße pushen. Habe ich in einem anderen Raid, den ich euch leider nicht zeigen kann, mitbekommen. Aber nur so als Vorsicht, die bleiben nicht hier und pushen da extrem, weil sie noch mehr Augen und Ohren haben durch diese normalen Rogues auf den Dächern. Und ja, ich habe euch einen Fight hier im Klärwerk und die Stelle hier am Mountain Pass rausgesucht. Da wollten sie im Offline-Raid leider nicht spawnen, auch mit 8 Anläufen oder so. Deswegen zeige ich euch einfach nur die Stelle. Ja, schaut es euch einfach an und wie ich an der Stelle vorgehe. Gut, ich habe jetzt die meisten USEC Rogues oben an den MGs erledigt. Ich habe festgestellt, unten am Helikopter ist noch ein Rogue Squad, der rumläuft. Und jetzt schauen wir mal, ob die Goons da sind. Hier in einer der beiden Lagerhallen, beziehungsweise in der Nähe. So wie ich das verstanden habe, ist es so, tatsächlich geschossen. Wieso das denn? Oh, da sind sie. Ganz schlecht, ganz schlecht. Das ist Birdeye, der mich da direkt getroffen hat. Und jetzt müssen wir direkt aufpassen, ob wir gepusht werden. Und werden wir auch. Wir haben jetzt hier natürlich eine ganz schlechte Position. Das war Knight. Jetzt muss noch Big Pipe pushen. Okay, der ist tatsächlich tot. Und ich glaube, Birdeye sniped von irgendwo auf uns und das ist ein Problem. Kritische Sache. Ich weiß nicht von wo. Ich glaube, da rennt er. Okay, das sind noch mehrere. So, das war Big Pipe. Ah, okay. Knight und Big Pipe sind beide tot und Birdeye sitzt noch irgendwo. Ich weiß nicht, wer mich da unten angeschaut. Ah, da hockt er. Selbe Stelle pieken, ganz gefährlich. Okay, juckt ihn nicht. Jetzt ist er komplett tot.
Also, hier an der Stelle, ihr seht's, ne? Bird Eye bleibt auf Range. Und Big Pipe und Knight pushen euch. Und hier hat noch irgendwas anderes auf mich geschossen. Leider habe ich es jetzt in keiner Offline-Runde geschafft. Ich glaube, in 8 Versuchen, dass sie hier gespawnt sind am Cottage, die Rogue-Bosse. Und deshalb zeige ich euch einfach die Stelle. Hier oben am Mountain Pass-Exit, am Red Rebel-Exit, sind sie wohl gerne. Und es ist eine sehr gefährliche Stelle, weil halt, ja, allgemein Bosse im Grünen fighten. Ihr wisst, die schießen durch Gras und Büsche gerne durch. Und das wird bei denen nicht anders sein. Und sie schießen extrem scharf. Das heißt, die Taktik, hier sich pushen zu lassen und so, ist ein bisschen schwieriger umzusetzen. Man muss halt hinter irgendeinem Felsen, je nachdem, in Deckung gehen. Rogue, hier Big Pipe und Knight pushen einen und dann möglicherweise auch noch Bird Eye. Und dann ja, kann man dieselbe Taktik anwenden. Ist bloß ein bisschen komplizierter, stelle ich mir vor. Aber ja, hier auf jeden Fall immer auf der Hut sein. Die Rogue-Bosse können auch hier sein. Wahrscheinlich hier oben. Möglicherweise haben sie unten auch irgendwo einen Spawn, aber wie gesagt, das weiß man nicht so genau. Auf Shoreline haben sie bloß einen Spawnpunkt, wie man hier auf der Karte sieht. Und das ist die Wetterstation, der Wettertower, wie man es nennen will, oben auf dem Hügel. Und die Position ist ein bisschen tricky. Man kommt da an jeder Seite im Prinzip hoch und schaut durchs Gras durch. Und bevor man sie überhaupt gesehen hat, wird man beschossen. Das heißt, ihr könnt hier ganz einfach feststellen, ob sie da sind. Die geht von irgendeiner Seite hoch. Und ihr werdet direkt beschossen, es pfeift, geht sofort wieder zurück in Deckung und dann wieder. Lasst sie kommen, lasst sie pushen und ja, wahrscheinlich ist es auch so, dass Bird Eye an der Stelle pusht, weil solange er euch nicht sieht, kommt er immer näher ran. Das heißt, schaut kurz über den Hügel, geht wieder nach unten, lasst die zwei rankommen und dann kommt Bird Eye auch irgendwann. Bei dem, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil er einfach keine Footsteps macht. Und das Ganze werde ich euch in der Nacht zeigen und einfach um mal zu sehen, wie gut die auch in der Nacht sehen. Auch mal, um das für mich selber zu testen, um ehrlich zu sein. Wir stehen jetzt hier unten an der Wetterstation, da hinten ist das Wasserwerk, wie gesagt, in der Nacht und die Taktik ist hier, wenn ihr checken wollt, ob sie da sind, ihr braucht im Prinzip bloß einmal euren Kopf da hochstrecken über die Graskante und dann pfeift es eigentlich auch schon. Sie sind jetzt auf jeden Fall da, ich bin mal gespannt, wie schnell sie in der Nacht schießen und dann ist die Taktik, in Deckung gehen, hier hinter die Felsen sie pushen lassen, da diese Felsen nehme ich und ja, wieder beide erledigen und danach Bird Eye. Wir nehmen mal hier sicherheitshalber schon mal ein Propital. Und hier einmal hoch pieken eigentlich und dann kommen auch schon die ersten Schüsse. Oder auch nicht. Hier hinten rennen Scavs rum. Interessant. Wo sind sie? Okay, das war einer von ihnen. In der Nacht sind sie auf jeden Fall nicht so aggressiv. So viel kann ich schon sagen. Jetzt dürften sie mich eigentlich pushen. Sogar mit Laser, okay. Mal sehen, ob Bird Eye auch kommt. Mit Laser ist natürlich in der Nacht ein großer Vorteil. Mal sehen, wo Bird Eye ist. Problem ist, er kann mich überraschen. Und ob er überhaupt pusht, das ist die Frage. Und ja, er pusht auch, aber wie gesagt, sehr leise. Und da haben wir sie. Also ich kann sagen, in der Nacht sind sie auf jeden Fall wesentlich zahmer und tatsächlich können die auch gleichzeitig Scavs sein. Interessanterweise. Aber ja, wenn man hier am Tag rüberpiekt, dann sehen sie einen sofort und in der Nacht sind sie auf jeden Fall blinder. Von daher ein großer Vorteil. Ein großer Vorteil. Und ja, das war's hier auf Shoreline. Wie gesagt, in der Nacht klar zu empfehlen. Man hat, denke ich mal, einen Vorteil, indem sie einen nicht so schnell sehen. Eine Map gibt's noch und das ist Woods und ja, da gibt's auch wieder bloß einen Spawnpunkt und wieder die bestehende Taktik, sie sich spotten lassen bzw. sie irgendwie triggern, sie reinlaufen lassen an der möglichst sicheren Stelle und dann schauen, wo Bird Eye kommt, weil man ihn ja nicht hören kann. Ja, das war's eigentlich schon, schauen wir uns einfach an. Okay, okay, okay. Wir wurden hier schon gespottet. Das ging irgendwie schnell. Ich weiß nicht genau, wo sie herkamen. Aber, so wie es aussieht, wurde ich schon gespottet und
wie gesagt, die zwei pushen. Big Pipe und Knight. Und jetzt haben wir hier noch das Problem, dass hier irgendwo Birdeye ist. Das ging schneller als gedacht. Und Birdeye ist auf Woods jetzt ein wirkliches Problem. Er macht keine Geräusche, er sitzt irgendwo, es ist komplett unübersichtlich. Ich weiß nicht, wo er ist. Sie haben auf jeden Fall von hier oben runter gepusht. Auf jeden Fall, sobald man gespottet ist, geht's zur Sache. Und irgendwo muss hier Birdeye sein. Und es kann gut sein, dass ich hier gleich in meinen Tod laufe. Ja, oder er einfach quer abkommt und an mir vorbeiläuft. Das kann natürlich auch passieren. Also Leute, ein etwas interessanter Fight hier. Eigentlich wollte ich meine Aufnahme erst beginnen und dann wurde ich auch schon gepusht. Was hier passiert ist und was wahrscheinlich oft auf Woods passiert, sie spotten von hier oben runter und insbesondere bei Tag sehen sie sehr viel. Und sie haben mich da hinten irgendwo laufen sehen, haben hier runter gespottet, sind mir hinterher gepusht. Ihre Standardtaktik. Aber ihr seht, es geht. Es geht. Man kann auf sie reagieren. Und man schafft es auch ohne Deckung. Ich glaube, es empfiehlt sich, ein bisschen in Bewegung zu bleiben. Was da gerade Birdeye gemacht hat, ja, faszinierend. Bisschen harmlos, aber ich weiß nicht, ob das immer so ist. Aber ja, das war jetzt hier mein Beispiel für den Woodsfight. Normalerweise sind sie hier oben am Scav-Bunker. Aber es ist halt schwierig, hier, sich hier zu nähern, je nachdem, wo sie halt sind. Wahrscheinlich ist es auch eine Map, bei der macht Sinn, in der Nacht zu gehen. Da hat man mehr davon. Und ja, das war's mit Woods. Das war meine Zusammenfassung zu den Goons, zu den Rogue-Bossen auf den vier Maps und wie man am besten an die rangeht. Um es nochmal zu sagen, sie pushen, Birdeye bleibt ein bisschen hinten und Knight und Big Pipe pushen euch, sobald sie euch gespottet haben, sobald ihr einen von denen umgebracht habt, dann kommen die gerannt. Man kann den Push einmal abwenden mit einer Granate und sie dann retriggern, je nachdem. Also sie machen das nicht immer hundertprozentig. Und ja, die Spawns, da bin ich drauf eingegangen. Es ist nicht hundertprozentig klar oder überall bekannt, wo sie wirklich genau spawnen können. Deswegen seid auf der Hut. Das Wichtigste ist in so einem Fight, wenn ihr merkt, sie sind da, nicht sterben. Nicht sterben, grün Stim, Propital sofort rein. Ihr habt keine Zeit, um euch wirklich zu heilen. Eine sichere Position suchen, auf die Steps achten. Die ersten zwei erledigen und dann mit Birdeye schauen, wo er ist, weil er ja keine Steps macht. Ja, der erste Schritt ist wirklich wichtig, nicht sterben. Und dann ist der Fight eigentlich gut zu managen, wenn man dann nicht mehr so überrascht werden kann. Habt ihr ja gesehen und ja. Ich hoffe, meine Beispielfights und diese Zusammenfassung haben euch ein bisschen was gebracht. Ich bin übrigens nahezu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Schaut mal vorbei, lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch. In dem Sinne, macht's gut und bis dann.